hast doch gesagt, dass Polynesien von Westen aus besiedelt wurde, oder? Ja. Stell dir vor, die wären den ganzen Weg von Asien hierher gepaddelt. Gegen die Strömung. Dann wären die aber sehr kräftig gewesen. Ja. Alles in Ordnung? Ist nichts passiert. Hört ihr das an? Fahoka ist eine Ananasart der Marquesas-Inseln. Die ersten europäischen Entdecker fanden sie dort im Überfluss vor. Wie die Ananas, die wir kennen. Hier steht, sie ist in Südamerika heimisch. Na, vielleicht kann sie schwimmen. Tay, où avez-vous ancêtre vient de... Nous croyons que Tiki... Tiki, der Sonnengott, ancêtre. Brachte uns hierher zu diesen Inseln, aus einem Land, das jenseits des Ozeans liegt. Tiki, oui, à l'est. Im Osten? Tu viens de l'est. Le courant, le vent et le soleil. Tiki a navigué vers le soleil. Die Zeitschrift wird mich auf meiner Floßreise begleiten. Mit Hilfe des Windes bis nach Polynesien. Das entspricht der Entfernung von Chicago nach Moskau. Von hier bis dahin. 5000 Meilen. Sie werden doch sicher für den Notfall einen Motor an Bord haben. Selbstverständlich nicht. Wir sind auf die Strömung angewiesen und den Wind, so wie es Tiki getan hat. Das heißt, Sie wollen mit dieser außergewöhnlichen Reise beweisen, dass die Meere keine Barrieren darstellten, sondern Wege. Keine Hindernisse, sondern vielmehr Verbindungen. Ich werde beweisen, dass südamerikanische Völker vor 1500 Jahren auf einem Floß nach Polynesien gesegelt sind. Jeder Schüler weiß, dass Polynesien von Asien aus besiedelt wurde und nicht von Südamerika aus. Und es ist meine Aufgabe als Wissenschaftler zu beweisen, dass die vielen Schüler und alle, die sie zitieren, sich irren. Als Sonnenanbeter Mr. haben Mr. Heyerdahl, sicher lassen sich mit der Geschichte vom Tod einiger Norweger im Pazifik viele Zeitschriften verkaufen, aber nicht unsere. Das ist eine wissenschaftliche Expedition. Unsere Zeitschrift hat höhere Ziele, als Männer zu finanzieren, die bereit sind, sich umzubringen. Ich bezweifle sogar, dass sich entsprechende Mitreisende für dieses Abenteuer finden lassen. Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Versprich mir, dass du nie wieder so ein Risiko eingehst. Versprichst du's? Versprichst du's? Meine Herren, Ihre Zeitschrift soll mich auf meiner Reise begleiten. Auf einem Floß bis nach Polynesien. 5000 Meilen. Das heißt, Sie wollen mit dieser außergewöhnlichen Reise beweisen, dass... Ich habe die Absicht, den Ozean zu überqueren. Ich möchte beweisen, dass Peruaner als erste Menschen Polynesien besiedelt haben. Sicher lassen sich mit der Geschichte vom Tod einiger Norweger im Pazifik viele Zeitschriften verkaufen, aber nicht unsere. Und damit wollen Sie Ihre Theorie beweisen? Dann nur zu. Fahren Sie von Peru nach Polynesien mit einem Floß aus Balsaholz. Niemand wird uns da draußen retten können. Nur die Hoffnung, dass du recht hast. Noch zu weit nördlich. Lasst es uns mit dem Ruder auf Kurs halten.
Südäquatorialstrom ist die einzige Verbindung, die uns weiterhilft. Das Floß saugt sich mit Wasser voll. Vielleicht hätte Draht besser gehalten. Die Seile haben vor 1500 Jahren gehalten und sie werden auch jetzt halten. Das Floß hält sich ganz fabelhaft. Wir sind gut auf Kurs und die Moral ist ausgezeichnet. Leben damit verbringen, Sonnenuntergängen nachzujagen. Dein Antrieb war nie der Beweis deiner Theorie, sondern die Suche nach dem Unbekannten.